Obwohl ich mit dem Motorrad reise, wird sich der nicht illustrierte Reiseführer mit dem Titel Per Anhalter durch Großbritannien als sehr nützlich erweisen, dachte ich und fuhr los. Dies ist die Geschichte meiner Reise, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und nach der Antwort. Die Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Der Reiseführer empfiehlt, für Reisen in Großbritannien geschlossene Fortbewegungsmittel zu bevorzugen, so zum Beispiel Limousinen, Wohnmobile, Hubschrauber oder Raumschiffe. Mit dem Motorrad würde ich kein Problem haben, dachte ich. Da ich nicht termingebunden reiste, konnte ich es mir ja aussuchen, ob ich reisen oder verweilen wollte. Ja, so hatte ich es mir vorgestellt. Es war an einem Samstag im August, mein erster Urlaubstag nach einem fürchterlichen Freitag. Belgien, hatte ich mir mein Transitland so vorgestellt? Weshalb musste ich ausgerechnet mit Zelt und Motorrad reisen? Wie konnte ich den Sinn des Lebens finden, wenn sich mir noch nicht einmal der Sinn des Reisens erschließen wollte? Das Nasswerden und Trocknenlassen zum Selbsterhaltungsprinzip meiner Campingreise werden sollte, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Am Montag baute ich mein Zelt ab, um am Flussufer dem seit Jahren geplanten Bau einer Umgehungsstraße Platz zu schaffen. Ansonsten wäre mein Zelt wohl abgerissen worden. Um auf die britische Insel zu gelangen, empfiehlt der Reiseführer die Fahrt mit einem Luftkissenfahrzeug. Luftkissenfahrzeuge sind voller Aale, steht so im Reiseführer. Ich hoffte, in den Aalen den Sinn des Lebens finden zu können. Leider blieb mir dies verwehrt, da es schon seit mehr als 15 Jahren keine Luftkissenfahrzeuge mehr zwischen Calais und Dover verkehrten, verschweigt der Reiseführer bedauerlicherweise. Also kaufte ich mir für 67 Euro eine Fahrkarte für ein herkömmliches Fährschiff. Die Dunkelheit war gerade im Begriff hereinzubrechen, als ich am Montagabend Folkestone erreichte. Erste Maßnahme: Campingplatz finden. Finden war einfach, doch die Rezeption war zur fortgeschrittenen Zeit natürlich nicht mehr besetzt. Das Hoftor war aber noch geöffnet. Nichtmitglieder willkommen, lud mich ein Hinweis in der Zufahrt ein. In der Rezeptionstür ein Schild: Wir sind morgen früh um 9 wieder für Sie da. Dazu noch ein Verweis auf die Klingel, die man in Notfällen betätigen sollte. Hinweise für Spätankömmlinge suchte ich erfolglos. Da ich meine Ankunft nicht als Notfall empfand, ließ ich die Klingel ungenutzt. Auf einem freien Platz schlug ich mein Zelt auf und meldete mich am nächsten Morgen. Alles klar, kein Problem. Das Zelt steht gut dort, wurde mir bestätigt. Ich bezahlte 3 Nächte im Voraus. Damit hatte ich 2 Tage zum Seele baumeln lassen in dieser schönen Gegend. Das war genau das, was ich brauchte. Ich war am Ziel meiner Reise angekommen. Meine Reise endete hier. Noch lange nicht, denn ich befand mich noch ganz am Anfang meines Ziels. Mein Ziel war der Weg, auf dem ich alle 3 Länder Großbritanniens bereisen wollte. Meine Reise führte südlich der Londons, von den Dovers über die Folkestones, vorbei an den Hastings und den Brightons. Danach ging es weiter durch die Wales in Richtung Schottländer. Nur ein Dover, nur ein Wales? Ach ja, gut, dann also na, eben nochmal von vorn.
Also von Dover aus ging es in westliche Richtung entlang der Südküste, dann nach Nordwesten Richtung Wales und von dort in den Norden Schottlands. Baden macht hungrig, weshalb verrät der Reiseführer nicht. Aber er empfiehlt das englische Nationalgericht, Kabeljaufilet im gebackenen Teigmantel an frittierten Kartoffelstangen, verfeinert mit Salz und Essig. Deliziös! Mein Zelt musste umziehen an eine andere Stelle auf demselben Campingplatz. Was am Morgen noch okay gewesen war, war am Abend plötzlich nicht mehr okay. Völlig aufgebracht wurde ich vom Platzwart zum Umzug aufgefordert. Kommunikative Missverständnisse bei meiner Anmeldung hatten offenbar im Laufe des Tages zu Irritationen unter den Mitgliedern dieses Campingclubs geführt. Der von mir eingenommene Platz sollte angeblich frei bleiben für Reparaturen. Niemals sollte ich das tun, ungefragt mein Zelt aufzubauen, wurde ich belehrt. Ich hätte die Klingel betätigen sollen. Mir kam es so vor, dass es gerade mehr ums Prinzip ging und man die internen Irritationen nun an mir ausließ. Sei es drum, von hier oben hatte ich eine viel schönere Aussicht. Und die Erfahrung, um die ich nun bereichert war, war im stolzen Preis von umgerechnet 25 Euro pro Nacht wohl inbegriffen. Auf meiner weiteren Reise wollte ich die Uhrzeit im Auge behalten und mich während der Öffnungszeiten anmelden. Ich fragte mich, wie andere Camper das wohl handhaben. Es kann ja nicht der Sinn der Sache sein, seine Reiseetappen immer schon am Spätnachmittag beenden zu müssen. Donnerstag. Im wasserdichten Seesack nahm ich eine größere Menge Niederschlagswasser mit auf die Reise, das ich kurz entschlossen beim Einrollen des Zeltes diesem hinzugesellt hatte. Nächste Maßnahme: Campingplatz finden und Zelt aufbauen zum Trocknen lassen. Das Selbsterhaltungsprinzip des Zeltens hatte ich nun verstanden. Mein nächstes Etappenziel war Portsmouth, um dort nach Luftkissenfahrzeugen voller Aale Ausschau zu halten. Dort würden sie noch verkehren, wurde mir erzählt. Doch was war auf den britischen Straßen los? Hier ging es zu wie in der Geisterbahn. Sind die hier alle bekloppt, dachte ich. Überall Geisterfahrer. Alles ist hier falsch rum. Sogar die Lenkräder in den Autos befinden sich auf der Beifahrerseite. Da wird man ja völlig bekloppt von. Wie muss es da erst den Einheimischen ergehen, die das die ganze Zeit aushalten müssen? Die müssen doch alle bekloppt sein. Dank meiner genialen Idee, mich den seltsamen Gepflogenheiten anzupassen, konnte ich mich mit der Falschfahrerei arrangieren.
Doch es war gar nicht einfach, sich so schnell umzugewöhnen. Meinetwegen biegen Sie hier rechts ab, auch wenn es vollkommen sinnlos ist. Es war Marvins Aufgabe, mir den Weg zu weisen. Marvin war eines dieser modernen Navigationsgeräte, die fühlen und denken können wie ein Mensch. Marvin litt an einer schweren Depression. Auch wenn ich Ihnen das Gegenteil empfehlen würde, aber Ihre vollkommen sinnlose Routenplanung sieht leider vor, hier weiterzufahren. Marvin hatte eine lange Zeitreise in die Vergangenheit hinter sich. Vor mehreren Millionen Jahren wurde er in einer Garage in Esslingen am Neckar vergessen, wo er ausharrte und darauf wartete, von mir gefunden zu werden. Die Jahre waren so grausam. Wenn möglich, wenden Sie und fahren Sie zurück. Meine Hoffnung, Marvin durch die Zuteilung der sinnvollen Aufgabe, mich durch Großbritannien zu navigieren, eine Art von Lebenssinn vermitteln zu können, hatte ich bereits zu Beginn meiner Reise aufgegeben. Ich beeilte mich, die Zeit war knapp. Um kurz nach 5 sollte das letzte Luftkissenfahrzeug voller Aale Portsmouth erreichen, wurde mir berichtet. Doch es reichte mir nicht mehr, an Bord zu gehen. Ich suchte mir ein Nachtquartier. Um 17.31 Uhr konnte ich mich noch auf dem Campingplatz anmelden. Was für ein Glück! Eigentlich sollte die Rezeption um 17.30 Uhr bereits schließen. Umgerechnet 33 Euro bezahlte ich für ein kleines Stück englischen Rasen und heruntergekommene Sanitäreinrichtungen. Im Süden Englands scheint der Sinn des Lebens darin zu bestehen, ahnungslosen Reisenden die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Scheiße, wo waren nochmal die Zeltnägel? Natürlich im Motorradkoffer, ganz unten. Im Wucherpreis wohl inbegriffen war eine Empfehlung des Platzwartes, das anliegende Restaurant zu besuchen. Ich folgte der Empfehlung der etwas plemplem wirkenden und vor sich hin nuschelnden Kreatur, die vor allem das gute Essen lobte. Es war nur ein Pub mit offenem Speisebereich. Die Atmosphäre war grausam. Beim Personal fand ich keine Beachtung. Empfehlungen für Pubs enthält auch der Reiseführer. Er empfiehlt Bier zur Muskelentspannung. Diese sei sehr nützlich, um einem möglicherweise bevorstehenden Weltuntergang mit der nötigen Gelassenheit entgegenzusehen. Alleine schon, um die Atmosphäre zu ertragen, half mir die Muskelentspannungsmaßnahme ungemein. Es war nun an der Zeit, auch mich in den Standby-Modus zu versetzen. Wieder ein Luftkissenfahrzeug, das mir entwischte. Diese Dinger sind einfach so schnell. Vielleicht war ich an diesem Tag auch einfach nur zu langsam. Mir war hundeelend. Den zweiten Tag schon quälte mich die Scheißerei. Womöglich hätte ich die Frage an der Imbissbude in Folkestone nicht mit "Oh ja, gerne" beantworten dürfen, ob ich denn den Burrito so richtig scharf mag. Ich versuchte es in unmittelbarer Nähe zum Hovercraft-Landeplatz. Zum Glück hatte ich für diesen Parkplatz keine Gebühr bezahlt, die ich durch die Weiterfahrt verschenkt hätte. Als Schwabe hätte man damit so seine Probleme. Doch fairerweise sind Motorräder von der Entrichtung eines Straßeninfrastrukturnutzungsentgelts im ruhenden Verkehr befreit. Endlich! Dieses Luftkissenfahrzeug sollte mir nicht wieder entwischen. Ich ging nachschauen. Doch leider war kein einziger Aal im Luftkissenfahrzeug zu finden. Ich nahm dies zum Anlass, mich bei der Redaktion des Reiseführers über die Falschinformationen zu beschweren.
Der heutige Tag gehörte zu denjenigen, die von Anfang an einfach nicht rundlaufen wollten. Heute muss Freitag sein, dachte ich. Mit Freitagen kam ich noch nie klar. Es war Freitag. Nicht einmal auf Englands Umgehungsstraßen ging es gut voran. Aber so ist das nun mal. Sie wurden gebaut, damit möglichst viele Menschen möglichst schnell von A nach B oder von B nach A gelangen können. Und nun werden sie von so vielen Leuten genau für diesen Zweck benutzt, dass es ganz schön lange dauert, um von A nach B oder von B nach A zu gelangen. Scheiße! Mir war vollkommen bewusst, dass ich an der unangenehmen Situation, in der ich mich gerade befand, die alleinige Schuld trug. Die Pläne zum Bau der Umgehungsstraßen hatten seit Jahrzehnten zur Einsichtnahme im Planungsbüro ausgelegen und ich hätte Widerspruch einlegen können, was ich nicht getan habe. Ich wollte nun versuchen, die Situation vorzeitig zu beenden, indem ich in der Nähe von Bristol nach einem Zeltplatz suchte. Doch dieser Caravan Park wollte Leute wie mich nicht haben. Ein freundlicher Engländer war mir bei der weiteren Suche behilflich und rief bei einigen Plätzen an. Doch auch die wollten keine Camper wie mich. Nachdem auch der Reiseführer keinen Rat wusste, fuhr ich weiter in Richtung Wales. Immerhin klappte die Beschaffung von Kettenschmiermittel. Gerne aber hätte ich auf die 20% gratis verzichtet, doch kleinere Dosen hatten die hier nicht. Und was zumindest in finanzieller Hinsicht für mich gut lief, war die Entrichtung von Verkehrsinfrastrukturnutzungsentgelten. Dass ich mich an der Mautstelle nach der Brücke brav am Ende der Schlange anstellte, anstatt wie alle anderen Motorradfahrer einfach daran vorbeizurauschen, muss wohl meiner suboptimalen Tagesform geschuldet gewesen sein. Als Motorradreisender musste ich keinen Penny bezahlen. Am Ende wird alles gut, hoffte ich. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und solange es noch nicht gut ist, ist eben das Ende noch nicht erreicht. Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie sinnlos Ihre Reise ist? Am Ende des Tages wurde alles gut. Auf den letzten Drücker fand ich eine mit 10 Pfund relativ günstige Rasenfläche. Und der Zustand meines Verdauungstraktes hatte sich deutlich gebessert. Ich befand mich nun in Südwales. Die Nacht wurde stürmisch und laut.
Reiseführer schreibt auch etwas über die Religionen Großbritanniens. Der Glaube einer dieser Religionsgemeinschaften soll einen gewissen Brian von Nazareth für den Erlöser und Sohn des Schöpfers halten. Der gesamte Glaube beruhe auf einem Missverständnis. Vor über 2000 Jahren soll jener Brian eine leere Flasche in die Luft gehalten haben, was von den Anwesenden als Zeichen für den Messias verstanden worden sei. Ich hoffte, bei Brian die Antwort finden zu können, doch leider war die Tür verschlossen. Campingplatzsuche am Spätnachmittag klappte heute fast auf Anhieb. Zunächst war die Frau in der Rezeption ziemlich besorgt. Hier hat es wochenlang geregnet, der Boden ist völlig aufgeweicht und von den Autos beschädigt, erzählte sie mir. Ich weiß nicht, ob wir hier noch einen Platz für Sie haben. Sie brauchen doch einen festen Untergrund, weil sonst Ihr Motorrad umfällt. Natürlich fand sie einen Platz für mich. Hier hatte es massig Platz. Und der Boden war auch nicht so dramatisch aufgeweicht, wie es sich in der Schilderung anhörte. Der feste Untergrund wäre zwar nicht wirklich nötig gewesen, war aber gewiss von Vorteil. Nicht der Reiseführer, sondern das Bordbuch meines Motorrades empfiehlt eine regelmäßige und gründliche Pflege der Antriebskette, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten. Besonders dann, wenn man viel durch Schmutz und Regen fährt.
Natürlich habe ich auf Reisen immer mein Handtuch dabei. Ein Handtuch ist, behauptet der Reiseführer, so ungefähr das Allernützlichste, das man auf Reisen mit sich führen kann. Der Reiseführer zählt dabei etliche Beispiele auf. Etwa, um sich damit vor den gefräßigen Plapperkäfern zu schützen, sich an den sonnenerhitzten, goldgelben Stränden Schottlands darauf zu legen oder ganz einfach, um sich damit abzutrocknen, falls es dann noch sauber ist. Was mir in der Umgebung leider völlig fehlte, waren Fußwege, die zum See oder an diesem entlang führten. Der einzige Fußweg führte an der Umgehungsstraße entlang. Aber so ist das nun mal mit Umgehungsstraßen. Sie wurden nun mal gebaut und waren eben da. Schließlich hatte ich genug vom Straßenlärm. Meine Suche nach Idylle gab ich kurz entschlossen auf und beschloss, die am Campingplatz vorhandenen Infrastruktureinrichtungen zu nutzen. Schließlich wurden sie dafür ja geschaffen. Don't you talk to my wife like that. Das Selbsterhaltungsprinzip des Zeltens bewog mich heute dazu, früh aufzubrechen und mein nur morgentaufeuchtes Zelt zu verpacken, bevor ich mich auf die Flucht vor einer herannahenden Regenwolke machte. Ich hatte meine Ausgabe des Reiseführers in der Form einer elektronischen Mikro-Sub-Einheit erworben, die gegenüber der gedruckten Ausgabe schlicht den Vorteil hat, keine unhandlichen Bücherregale mitführen zu müssen. Die elektronische Ausgabe verfügt außerdem über die praktische Funktion eines Regenradars. So war ich stets über die fette Regenwolke informiert, die mich seit dem frühen Morgen mit einem Abstand einer Viertelstunde verfolgte. Für gemütliche Pausen blieb daher keine Zeit.
Ich war nun im Südwesten Schottlands angekommen. Die Restfeuchte meiner Zeltausrüstung ließ es zu, mir zur Abwechslung mal ein Bett mit Frühstück zu gönnen. 42 Pfund bezahlte ich für eine Nacht. 42 sei günstig, berichteten andere Gäste aus der schwäbischen Heimat. 42, wenn das kein gutes Zeichen war. Limonade kostete extra. Es ist mir ein Rätsel, was Sie in dieser trostlosen Gegend wollen. Falls Sie sich dazu entschließen könnten, weiterzufahren, so könnte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Routenplanung vorsieht, in 28 Kilometern abzubiegen. Aber wahrscheinlich hören Sie eh wieder nicht auf mich, also lasse ich es. Endlich war ich in den lang ersehnten Highlands angekommen. Mein Zelt stand nun am Fuße des Berges Ben Nevis mit 1345 Metern, der höchste Berg Großbritanniens. Es war Dienstag, Reisetag Nummer 11. 2317 Kilometer lagen bereits hinter mir. Der Bordcomputer meines Motorrades rief nach einem Servicetermin beim freundlichen Vertragshändler. Für 3 Nächte buchte ich mich ein. Diesmal hätte ich mich nicht beeilen müssen. An der Rezeption befanden sich Verhaltensregeln für Spätankömmlinge im Aushang. Bitte Stellplatz selbst suchen und am nächsten Morgen an der Rezeption melden. Aha, geht also doch. Auf dem Platz fehlte es an nichts. Günstige 10 Pfund pro Nacht bezahlte ich für den ganzen Komfort, umgerechnet insgesamt 33 Euro.
Sogar die Nutzung von USB-Steckdosen mit einer maximalen Stromstärke von 2,1 Ampere waren im Preis enthalten. Die Verständigung mit Einheimischen funktionierte im Allgemeinen problemlos. Doch der Reiseführer empfiehlt zur Vermeidung von Verständigungsproblemen die Verwendung eines Babelfisches, der jedes gesprochene Wort jeder erdenklichen Sprache direkt ins Ohr übersetzt. Missverständnisse durch fehlerhafte Wörterbücher sollen damit vermeidbar sein. So sei es in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass in einem tschechischen Phrasenwörterbuch die Frage nach dem Weg zum Bahnhof fälschlicherweise übersetzt wurde mit »Würden Sie bitte heftig meinen Popo streicheln?« An dieser Stelle möchte ich mich ganz aufrichtig für diesen Film entschuldigen, der leider immer weiter ins Schwachsinnige abdriftet. Ich verspreche Ihnen dafür zu sorgen, dass sich das ab nun ändert. Es ist nun an der Zeit, zur Ernsthaftigkeit des Films zurückzukehren. Bereits im frühen Spätmittelalter. Ach komm, den Kack schneiden wir raus. Das sind doch sowieso eh keine Sachen. Ja, und wer will schon diese Hackfresse sehen? Durch den gut ausgebauten Wanderweg wirkte der Aufstieg auf den Ben Nevis auf den ersten Blick wie ein einfacher Spaziergang. Doch mein Aufstieg hatte es in sich. Er begann knapp über Meereshöhe am Fluss Glen Nevis, der nur einen Kilometer weiter ins Meer mündet. Somit waren über 1300 Höhenmeter bis zum Gipfel zu überwinden. Dank der angenehmen Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius und einiger Pausen war das für mich zu schaffen. Der Reiseführer verspricht einen atemberaubenden Gipfelblick über die schottischen Highlands. Ich war gespannt. Den nachmittäglichen Versuch kultureller Bildung betrachtete ich als gescheitert. Die Fahrt zum 30 Kilometer entfernten Glenfinnan-Viadukt, das durch die Verfilmungen der Harry Potter-Romane weltberühmt wurde, hätte ich mir sparen können. Weltberühmt, überfüllte Besucherparkplätze,
Danke, ohne mich. Meine Reiseplanung für die nächsten Tage warf ich komplett über den Haufen. Von einem Besuch der Insel Skye wollte ich nun absehen, nachdem mir andere Reisende von den vielen Touristen dort erzählt hatten. Hochfrequentierte Orte liegen mir nun mal überhaupt nicht. Ich entschloss mich deshalb dazu, den hoffentlich einsamen Norden Schottlands aufzusuchen. Eine Sehenswürdigkeit lag noch auf meiner Route. Da kann man ja mal anhalten, war meine Überlegung. Der Reiseführer empfiehlt sie als Geheimtipp. Geheimtipp. Mein Reiseführer ist offenbar nicht der Einzige, der das Schloss als Geheimtipp anpreist. Nix wie weg hier. Auf nach Norden. Sie brauchen mich offensichtlich ja nicht mehr. Sie werden ja selbst wissen, wo Norden liegt. Ach, warum erwähne ich das überhaupt? Das hat doch sowieso keinen Zweck. Heute war wieder einer dieser Tage, mit denen ich schlussendlich nicht so richtig klarkam. Es war Freitag. Pitschnass betrat ich das Wohnhaus einer Frau fortgeschrittenen Alters, das sich neben der großen Wiese befand, die den Eindruck eines Campingplatzes erweckte. Natürlich können Sie hier Zelt aufbauen, hieß sie mich willkommen. Ich bezahlte 6 Pfund und nutzte eine ganz kurze Regenpause zum Zeltaufbau. Darüber hinaus empfahl sie mir einen Aufenthalt in der Küchenbaracke. Noch nie zuvor hatte ich mich über eine so einfache Behausung so sehr gefreut wie heute. Dieser Schuppen schien meinem Leben doch irgendeinen Sinn zu verleihen. Es war die bislang günstigste Unterkunft meiner Reise. Für 42 Pfund könnte man hier eine ganze Woche verbringen.
Wenn ich eines nicht leiden kann, dann ist das Klopapier, das beim Abrollen an jeder erdenklichen Stelle reißt, außer an der Perforation. Was ich ebenso wenig leiden kann, sind dauerfeuchte Handtücher, die anfangen zu stinken. Der Reiseführer wusste keinen Rat. Kochend heißes Wasser zunutze zu machen, war meine eigene glorreiche Idee. Im Reiseführer finden sich leider auch keinerlei Empfehlungen darüber, wie man ein nasses Handtuch im Regen wieder trocken bekommt. Ich versuchte es trotz Regen mit der Fahrtwindtrocknungsmethode. Irgendwie musste es doch gehen. Folgen Sie einfach dem Straßenverlauf. Die nächste Kreuzung kommt erst in 42 Kilometern. Sie werden es sicherlich selbst bemerken, wenn es soweit ist. Es hat also gar keinen Zweck, Sie darauf hinzuweisen. Also werde ich es lassen. Mir die 10 Pence zu sparen, die ich am Morgen hätte investieren müssen, um eine warme Dusche zu genießen, war nicht der Grund, weshalb ich auf selbige verzichtet hatte. Vielmehr hatte sich mein Bedürfnis, schon wieder nass zu werden, stark in Grenzen gehalten. Doch im Laufe des Tages wuchs mein Bedürfnis nach etwas Körperpflege. Da kam mir dieses einsame Gewässer gerade recht. Natürlich hielt genau jetzt, in diesem Moment, nicht vorher, aber auch nicht später, ein Reisebus an der über mir gelegenen Straße, um dessen Insassen an dem Spektakel teilhaben zu lassen. Dafür tat das Naturbad sehr gut. Ob es sich um ein Binnengewässer oder Meereswasser handelte, war nicht auf Anhieb erkennbar, da ich ständig an irgendwelchen Gewässern vorbeifuhr. Der Salzgehalt dieses Gewässers deutete stark auf einen Meeresarm hin.
Die Windtrocknungsmethode behielt ich bei, ersetzte dabei jedoch den Fahrtwind durch eine frische Meeresbrise. Weder Marvin noch der Reiseführer kannte diesen Campingplatz. Eher zufällig hielt ich hier an. Gucken kostet nix, sagte sich der sparsame Schwabe. Eventuell würde es sich lohnen, heute etwas früher die Fahrt zu beenden. Und wie sich das lohnte. Der vollkommen tiefenentspannte Platzwart meinte nur, ich sollte mein Zelt aufstellen, wo immer ich will, und um 16 Uhr wiederkommen, um mich anzumelden. Gesagt, getan, hier wollte ich bleiben. Es war Sonntag. Seit mehr als 2 Wochen war ich nun schon auf Reise. Nur irgendwie plagte mich das Gefühl, auf meiner Suche nach dem Sinn des Lebens und nach der Antwort auf die ultimative Frage noch nicht so richtig weitergekommen zu sein. Wohl brauchte es einfach noch etwas Geduld und ich würde in den nächsten Tagen zur erhellenden Erkenntnis gelangen? Oder würde ich hier schon fündig werden? Wenn nicht hier, wo sonst? Ich intensivierte meine Suche, so gut ich konnte. Vielleicht hielt sich die Antwort ja auch in diesem Brie-Käse aus den schottischen Highlands versteckt. Ich intensivierte meine Suche in der Bucht, scheute dafür weder das 12 Grad kühle Wasser noch etwaige Meeresungeheuer. Doch weder im Wasser noch in den verborgenen Tiefen der Klippen wurde ich fündig. Thank you.
Der Reiseführer enthält für Schottland eine dauergültige Wettervorhersage. Sonnig bis wolkig mit Schauern, zeitweise stürmischer Wind. Von tagesaktuellen Wettervorhersagen hält der Reiseführer wenig. Diese kämen eher den Ergebnissen eines Würfelspiels nahe. Werfen wir doch mal einen Blick hinter die Kulissen und schauen uns an, wie eine Inszenierung wie die soeben gezeigte gemacht wird. Hier sieht man, wie ich das Blickfeld der Kamera verließ, um zu wenden und dann aus der Gegenrichtung durch das Bild zu fahren. Was man gleich nicht sieht, sind die Häufchen Schafsfäkalien, die sich exakt auf die Ideallinie gelegt hatten, die ich mir für die Rechtswende auf der schmalen Straße im Kopf zurechtgelegt hatte. Was man außerdem nicht sieht, ist mein Versuch, von der Ideallinie abzuweichen, um eben diesen Fäkalien, die eine mögliche Rutsch- und Sturzgefahr für mich bedeutet hätten, auszuweichen. Was man ebenfalls nicht sieht, ist, wie ich mein Motorrad, wohl aufgrund der fehlenden Übung in sehr engen Rechtswänden, die im kontinentaleuropäischen Rechtsverkehr eher selten praktiziert werden, steuerbordseitig auf die Straße legte. Was man hingegen gleich sehen kann, sind die, nennen wir es mal so, ohnehin notwendigen Einstellarbeiten, die ich im Anschluss daran vornahm. Den gemeinen Schotten beschreibt der Reiseführer wie folgt. Einwohner Schottlands, harmlos, in der Regel sehr freundlich, manchmal etwas geizig. Mit den Worten Ausländer, größtenteils harmlos, meist brudelig, äußerst sparsam, wird der Schwabe charakterisiert. Das könnte eine Erklärung sein, weshalb manche schwäbische Bäcker mit dem Salz auf ihren Brezeln so sparsam sind, von der Buttermenge in der Butterbrezel mal ganz abgesehen, dachte ich mir, als ich im Reiseführer las. Hingegen erfreute der schottisch geizige Preis von nur 8 Pfund, den ich pro Nacht für meinen traumhaften Zeltstandort bezahlte, den sparsamen Schwaben. Wer weiß, vielleicht besteht er gerade in der gemeinsamen Eigenschaft, Zurückhaltung im Geldausgeben zu üben, der Schlüssel für eine innige Freundschaft zwischen Schotten und Schwaben. Doch konnte ich in dieser Erkenntnis irgendwann auch noch den Sinn des Lebens finden? Nachdem nun alle drei Länder Großbritanniens bereist waren, sollte ich doch fündig werden. Nach der Veröffentlichung dieses Videos auf YouTube hat mich die folgende E-Mail vom Verband Deutsche Klugscheißer erreicht. Bla 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 blub, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Wie Sie sicherlich wissen werden, besteht Großbritannien nicht nur aus 3, sondern aus 4 Ländern. Sie haben Nordirland vergessen. Liebe Klugscheißer, ich erkläre euch das jetzt mal. Das ist die Insel Großbritannien, geografisch betrachtet. Das hier ist die Insel Irland. Politisch ist die Insel Irland aufgeteilt in Nordirland und Irland. Die Insel Großbritannien teilt sich auf in England, Wales und Schottland. Zu Schottland gehören auch die Inselgruppe der Hebriden, die Shetlandinseln und die Orkneyinseln. Daneben gibt es noch einige weitere kleinere Inseln, die irgendwo oder nirgendwo dazugehören. Alles zusammen wird gemeinhin als britische Inseln bezeichnet, was allerdings umstritten ist, da Irland nicht britisch ist. Die Länder England, Wales, Schottland und Nordirland bilden das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, kurz Vereinigtes Königreich. Wer Großbritannien und Vereinigtes Königreich synonym benutzt, wie es meist in den Nachrichten zu hören ist, lässt Nordirland unberücksichtigt. Der Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union dürfte streng genommen auch nicht Brexit genannt werden, sondern richtigerweise Juxit. Das ist kein Jux, so steht es im Reiseführer. Liebe Klugscheißer, meine Reise führte ausschließlich durch die 3 Länder Großbritanniens.
fündig wurde ich immerhin auf meiner Suche nach dem schottischen Nationalgericht, Haggis. Ein mit gehackten Schafsinnereien gefüllter Schafsmagen, der laut Reiseführer traditionell mit Kohlrüben und Kartoffeln serviert wird. Ich bekam die Füllung ohne den Magen serviert und die war unglaublich lecker. Der Sturm in der Nacht war laut und legte am Morgen noch deutlich zu. Das Zelt bei diesen Bedingungen abzubauen, ohne es ins Meer wehen zu lassen, wurde zu einer echten Herausforderung. Der eiskalte Nieselregen, den der Sturm in mein Gesicht peitschte, trug nicht unbedingt zu meiner Ermunterung bei. Mit dem Zeltmaterial unter den Armen suchte ich Schutz in einer Baracke. Dort breitete ich die nassen und dreckigen Zeltplanen auf den Tischen aus und knautschte sie zusammen. Den Sinn des Lebens suchen. Was für eine Scheißidee. An diesem Morgen war meine Laune vollkommen am Boden und ich begann, Reisende mit VW-Bussen zu beneiden. Mit einem T3-Camper aus den 80er Jahren zu reisen, das wäre bestimmt auch reizvoll gewesen. Die Reise führte nun wieder in Richtung Süden. Zum Glück war Montag, sodass der Tag gute Chancen hatte, sich zum Besseren zu wenden. Den Tag heute können Sie vergessen. Es bessert sich nie etwas. Fahren Sie doch, wohin Sie wollen. Sie hören ja sowieso nie auf mich. Obwohl nur als Caravan Park und nicht als Camping Park bezeichnet, war ich hier mit meinem Zelt willkommen. Wieder erreichte ich den Platz kurz vor Schließung der Rezeption. Doch auch danach reisten noch Gäste an, die ihre Zelte aufbauten. Sich am nächsten Morgen an der Rezeption zu melden, schien überall normal zu sein, nur im Südosten Englands nicht. Fast rekordverdächtiger Geschwindigkeit baute ich mein Zelt ab. Einmal wollte ich es schaffen, das Zelt in einem Zustand zu verpacken, den ich als beinahe trocken beschreiben würde. Ich schaffte es. Zeit für ein Frühstück auf dem Platz blieb so nicht. Das holte ich im Ort noch nach. Vor meiner Weiterreise fuhr ich die Strecke von gestern erst noch einmal ein Stück zurück, um Videoaufnahmen nachzuholen, die wegen widriger Umstände ausgefallen waren. Die da wären stürmischer Wind, leerer Akku vom Audiorekorder, Insekten und Regentropfen auf dem Objektiv und vieles mehr. Wenn Sie wollen, dass ich Sie dahin navigiere, gebe ich zu bedenken, dass mir das ganz bestimmt keinen Spaß machen wird.
Hier fühlte ich mich schon fast wieder wie zu Hause, doch noch war ich weit von meiner Heimat entfernt. Ich war in der Stadt angekommen, deren Schreibweise mit einem H am Ende zu einer Sprachverwirrung führte, die der babylonischen durch den Turmbau zu Babel gleichzukommen schien und gegen die selbst der Babelfisch machtlos war. Die Rede ist von der Stadt, deren deutscher Name Edinburg lautet. Vom Reiseführer wusste ich, dass Sanitäranlagen auf britischen Campingplätzen zum Teil wie Hochsicherheitstrakte gesichert sind. Der Reiseführer schreibt, um hineinzukommen sollst du bis 3 zählen. Einzig und allein 3 ist die Zahl, bis zu der du zählen sollst. Weder sollst du nur bis zu 2 zählen, es sei denn, dass du fortfährst bis zu 3, noch sollst du weiter zählen bis zu 4. Die 5 scheidet völlig aus. Die im Reiseführer beschriebene Methode erwies sich als wenig zielführend, die Eingabe des passenden Codes hingegen schon eher. Für den Quittungston gewann die Herstellerfirma im Jahr 1985 den britischen Royal Audio Design Award. Ich machte mich auf den Weg in die Stadt, um meine Suche fortzusetzen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens, nach der Antwort auf die ultimative Frage und nach der Antwort auf die Frage, wie diese Stadt verdammt nochmal auszusprechen war. Gemäß der Sprachlehre der Oxford University wollte man unsereins in der Schule weismachen, die korrekte Aussprache des englischen Namens würde in etwa Edinburgh oder so ähnlich lauten. Die Stadt mit dem unaussprechlichen Namen war schon vor hunderten Jahren technologisch hoch entwickelt. Zitat aus dem Reiseführer: Die in der Altstadt gelegene Hochburg wird durch einen im Mittelalter errichteten Stahlbau vor feindlichen Angriffen geschützt. Der Stahlbau dient dabei vorrangig der optischen Tarnung. Lediglich aus nördlicher Richtung lässt der Schutzbau einen Blick auf die Burg zu. Der Zutritt in den Stahlbau wird durch furchteinflößendes Wachpersonal gegen feindliche Angriffe geschützt. An ihm kommt keiner vorbei. In den Gassen der Altstadt stank es, als sei in der Zeit, als die Römer mit dem Aquädukt den Frieden brachten, die öffentliche Kanalisation vergessen worden. Moderner wirkte da die Neustadt, die laut Reiseführer älter sei als die Vereinigten Staaten von Amerika. Man hatte es wohl versäumt, die Bezeichnung der Neustadt, die zur Zeit meiner Reise ja nicht mehr ganz so neu war, an die geschichtliche Entwicklung anzupassen. Den Sinn des Lebens oder die Antwort auf die ultimative Frage
fand ich genauso wenig wie eine Antwort auf die Frage nach der korrekten Aussprache. Von den Einwohnern Schottlands, die mir auf meiner Reise begegneten, schien keiner etwas von der Oxford-Aussprache wissen zu wollen. Annähernd wie Edinburgh, Edinburgh oder Edinburgh nannten Einheimische diese Stadt, wobei mich die zuletzt genannte Variante eher an den Namen einer Brauerei erinnerte als an eine Burg. Zu guter Letzt fragte ich eine Person, die sich damit auskennen sollte. Das Personal an der Campingplatzrezeption war sprachlich sehr gut geschult und um deutliche und verständliche Aussprache bemüht. It's Edinburgh. Ich fragte außerdem nach anderen Varianten, die von den Menschen hier benutzt werden. Some people who are not familiar with the names in Scotland may say Edinburgh. Die letzte Gelegenheit, meine schottischen Banknoten im Wert von 40 Pfund auszugeben. Der Reiseführer weiß zu berichten, mit schottischen Banknoten kann man innerhalb Schottlands überall bezahlen, doch außerhalb des Landes gelten sie nicht als gesetzliche Zahlungsmittel und werden praktisch nirgendwo akzeptiert. Sie können im Heimatland auch nicht umgetauscht werden und sind quasi wertlos. Im Supermarkt tätigte ich einen Großeinkauf an Brot und Keksen im Wert von rund 3 Pfund. Mehr passte leider nicht ins Gepäck. An der Tankstelle wurde ich einen weiteren Schein los. Die zwei verbliebenen 10-Pfund-Scheine würde ich wohl als Souvenir mitnehmen müssen. Das spielt doch jetzt sowieso überhaupt keine Rolle mehr. Meine letzte Übernachtung auf der britischen Hauptinsel stand mir bevor. Für nur 8 Pfund bekam ich ein kleines Stück englischen Rasen zugeteilt. Oder besser gesagt Reste davon. Wieder besseren Wissens bezahlte ich mit einem schottischen 10-Pfund-Schein. Mit den Worten, oh, Sie kommen aus Schottland, dann sind Sie jetzt auf dem Heimweg, wurde meine Zahlung kommentiert. Im nahegelegenen Pub bekam ich auch meinen letzten schottischen 10-Pfund-Schein los. Den Reiseführer per Anhalter durch Großbritannien schien hier keiner zu kennen. Was für ein Glück. That's what to do with a drunken sailor. That's what to do with a drunken sailor early in the morning. Irgendwas fühlte sich heute falsch an. Vielleicht stimmte auch mit meinem Gefühl etwas nicht, aber das alleine konnte es nicht sein. Die Fahrtrichtung passte nicht, der Ort, an dem ich mich nun befand, auch nicht. Ich stand hier in Hull und blickte auf das Fährschiff, das mich über Nacht nach Rotterdam bringen sollte. Das alles fühlte sich so falsch an. Heute musste Freitag sein.
Mit Freitagen kam ich noch nie klar. Heute war Freitag. Der Name des Schiffs lautete Herz aus Gold. Der Reiseführer berichtete mir, dass dieses Schiff über den neuartigen Antrieb verfügte, der sich unendlicher Unwahrscheinlichkeitsdrive nannte. Weiter ergab sich aus dem Reiseführer, dass die Geschwindigkeit, mit der ich reisen sollte, so wahnsinnig hoch sei, dass ich mich gleichzeitig an allen Orten der Nordsee befinden würde. Das allerdings sei derart unwahrscheinlich, dass während der Fahrt mit den unwahrscheinlichsten Ereignissen zu rechnen sei. Für die Überfahrt mit der Herz aus Gold bezahlte ich nur 23 Euro. Das war deshalb so günstig, da ich viele Monate im Voraus gebucht hatte. Zusätzlich hatte ich ein Bett in einer Viererkabine gebucht, die ich mit anderen Reisenden teilte. Für das Bett bezahlte ich weitere 44 Euro. Zu den wohl unwahrscheinlichsten Dingen, die mir auf diesem Schiff hätten passieren können, gehörte, dass der mit Abstand lauteste Superschnarcher des ganzen Schiffes dieselbe Kabine mit mir teilen würde. Genau dieser an Unmöglichkeit grenzende, äußerst unwahrscheinliche Fall war eingetreten. Der Unwahrscheinlichkeitsdrive der Herz aus Gold funktionierte also. Die Nacht war kurz, aber dafür ein einziger Horror. Immerhin wurde ich auf meiner Suche nach dem Heiligen Aal in gewisser Weise fündig. Noch an diesem Morgen erhielt ich eine Antwort der Redaktion des Reiseführers. Das Missverständnis, Luftkissenfahrzeuge seien voller Aale, sei auf einen Übersetzungsfehler in einem tschechischen Wörterbuch zurückzuführen. Gemeint seien vielmehr die Aale, die an der Schiffscrew baumeln. Na, vielen Dank. Obwohl heute Samstag war, fühlte sich immer noch etwas falsch an. Nicht nur die Fahrtrichtung mit Kurs auf Deutschland. Nein, etwas anderes. Moment mal. So, jetzt passt es wieder. Diese Kontinentaleuropäer müssen doch alle bekloppt sein. Die müssen ihr ganzes Leben auf der falschen Straßenseite fahren. Da muss man doch bekloppt von werden. In 250 Metern links abbiegen, aber nur, wenn es keine Umstände bereitet. Und geben Sie mir bitte nicht das Gefühl, dass ich Ihnen mit meinen Anweisungen auf die Nerven gehe, das würde ich nicht ertragen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Da Ziel und Startpunkt Ihrer Route übereinstimmen, hätten Sie sich die ganze Reise genauso gut auch sparen können. Sie können sich absolut sicher sein, dass mir die gefahrenen 4607,5 Kilometer ganz bestimmt keinen Spaß gemacht haben.
Was ist eigentlich aus ihr geworden? Aus meiner Suche nach dem Sinn des Lebens und nach der Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? Nach der Antwort hätte ich gar nicht suchen müssen. Die Antwort, die 42 lautet, fahre ich doch die ganze Zeit mit mir herum. Und der Sinn des Lebens? Der kann doch nur darin bestehen. Und ein bisschen vielleicht auch darin.